wie man sieht, ich ohne sie wieder alle, die Bitches, wie vorher auch schon. Wow. So, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal LP Mystery. Ich bin wieder da, Frau Merkel. Und wir spielen heute Chivalry 2. Denn wir haben ja schon mit dem Original letztes Mal angefangen und deswegen dachte ich mir, das ist genau das Richtige. Das ist jetzt gerade gestern rausgekommen, das Spiel. Und ich würde einfach mal sagen, wir werden jetzt mal weitermachen und ein paar Bitches owen, ja? Das ist die Idee. So, jetzt geht's hier los. Oh ja, das werden wir machen. Wir werden die ganzen Bitches hier owen. Das Spiel hat sich auf jeden Fall ein bisschen verändert, im Gegensatz zu dem alten. Wie man sieht, da jetzt kann man anfangen, dass man auf einmal anfängt zu brennen. Das ist auf jeden Fall nicht ganz so angenehm. Und der Fakt, dass wir jetzt hier so ein paar Bauern abschlachten, ne? Also lasst euch das jetzt nicht, keine Sorge, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Denn das sind alles Verräter, ne? Also das ist jetzt nicht, dass das irgendwie hier halt gute Leute werden oder so, sondern das waren alle Verräter. Und wie man sieht, ich ohne sie wieder alle, die Bitches, wie vorher auch schon. Da kommen von beiden Seiten an 3-4 Leute und was ist? Gar nichts. Frau Merkel macht das, denn das geht gar nicht anders. Wir sind auch schon wieder fast auf dem ersten Platz, so wie das sein sollte. Manche Leute fallen auch einfach von alleine um. Da braucht man gar nicht nachhelfen. Und, 4 Stück auf einmal, Mensch, Leute, so geht das aber nicht hier. Das ist aber unfair. Für euch? Oh, ja gut. Manchmal riskiert man auch, das ist Teil des Spiels, ne? Da kann man ja gar nichts gegen machen. Aber das ist schön. Ja, ich meine, man sollte jetzt vielleicht einmal darauf eingehen, warum gab es denn so lange jetzt keine Videos hier von mir, Frau Merkel. Und, das sehe ich natürlich daran, dass ich leider ein bisschen Zeit hatte mit der Regierung, ne? Also man muss ja auch mal, also irgendwas muss ich ja auch machen, also ich mache ja auch ein bisschen was an Arbeit und das Problem ist halt, dass ich leider dann nicht ganz so viel Zeit hatte. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass ich eher ein bisschen mehr Zeit habe, aber dann habe ich mir gedacht, ach weißt du was, mach noch eine Legislaturperiode hinten dran und und das habe ich dann gemacht. Deswegen gab es jetzt seit etwas längerer Zeit keine Videos mehr hier von mir. Aber jetzt hat sich das ja geändert. Jetzt wird ja bald jemand anderen geben, der da hier die ganze Regierung macht. Der kann sich dann mit der ganzen Scheiße rumschlagen. Und freuen wir uns doch, dass es jetzt wieder neue Videos gibt von Madame Merkel. Das ist zumindest die Idee. Komm, weg damit. So. Ich denke, dass das auch einige Leute auf jeden Fall freuen wird, dass es jetzt endlich mal wieder neue Videos gibt. Ja, freut hoffentlich einige. Und oh Mensch, da würde ich geschlagen. Naja gut, was soll's. Aber 10 Takedowns haben wir, 5 Kills, 3 Tode. Das ist eine relativ gute KDE, wie die Kinder heutzutage sagen. Aber ja, das ist also der Grund, warum ich im Großen und Ganzen hier sag ich mal, jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr keine Videos mehr hatte. Das ist halt einfach, weil, naja gut, die Regierung, die muss halt auch irgendwie gelaufen werden. Und irgendjemand muss es ja machen, ja. Das ist zwar manchmal ein bisschen Drecksarbeit, aber das ist halt wie, weißt du, wie bei dem, hier in Chivalry, ja. Manche Leute müssen halt die Bauern töten. Gut, und wenn ich das dann bin, dann bin ich das halt. Das ist ja gar kein Problem. Aber ja, also wenn alles gut läuft, dann möchte ich mich jetzt hier in meinem Ruhestand natürlich auch der Let's Player-Karriere etwas halt widmen. Das ist zumindest die Idee dahinter. Jetzt machen wir erstmal hier ein Horn. Dadum. Guck mal einer an, das ist ja wunderschön. Also das heißt jetzt Merkel als Let's Player, das ist das, was alle sehen wollten. Ich weiß jetzt schon, ja, der Auftritt auf der Gamescom in dem nächsten Jahr, der wird glorreich sein, wenn man mich findet. Und das wird einfach mal interessant. Also das wird einfach mal interessant zu sehen sein. Und ich muss sagen, also ich schlag mich hier schon relativ gut. Also ich bin ganz guter Dinge. Das ist nicht immer so gut gelaufen bis jetzt, weil, naja, das ist jetzt nicht unbedingt das leichteste Spiel. Aber es sieht so aus, als ob wir gleich gewinnen werden. Guck mal, Objective complete. Ach, und da ist halt weg. Das sind die Verräter. Ja, die werden jetzt hier alle sterben. So, jetzt geht's weiter.
den hier knüpfen wir uns erstmal vor. Oh, geht gar nicht, weil, oh, you have less connection to the server. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ja, so viel zu dem, zum Internet, ne? Das ist halt, ja, wenn das Neuland ist, dann ist es so. Naja, gut, ich würde mal sagen, dann müssen wir jetzt auch erstmal ins nächste Schlacht springen. Also machen wir mal kurz einen Schnitt und dann sehen wir uns bei der nächsten Schlacht. So, und da sind wir auch schon wieder. Ja, das, da war auf einmal das Internet weg. Also keine Sorge. Ich habe selbstverständlich schon mich beschwert, oder muss ich mich wahrscheinlich mal beschweren, beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Aber das ist ja eine Frecherei. Also der Andreas, der kriegt da erstmal, ja, auf den Arsch. Das kann ich euch aber versprechen. Also geht das ja nicht hier, ja. Also dass das Internet auf einmal nicht funktioniert, ist ja, das kann ja so nicht angehen hier. Komm, komm schon hier. Was soll das? Nikolas, was ist das hier? Ja, denkst du, dass das so hinhauen wird? Oh, das ist natürlich scheiße. Sorry, 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 sorry. Ich kann jetzt nicht sorry schreiben, weil ich gerade mitten im Kampf bin. Oh mein Gott, das ist ja hier, hallo? Sag mal. Habe ich den, das Teammate natürlich voll die Wahlseite gegeben. Aber nun gut, manchmal passiert das. Da kann man gar nichts gegen machen. Das ist dann auch so eine Sache. Vor allem, wenn das Internet dann nicht läuft, dann, ja, dann ist das so. Aber genau, also, ich habe dem Andreas schon Bescheid gegeben. Ich gebe dem auch nochmal Bescheid. Aber wisst ihr was? Ich rufe den jetzt hier direkt mal an. Warte mal. Ich rufe jetzt direkt mal an, weil das geht hier gar nicht. Das kann ja nicht sein. Warte mal. Einen Augenblick. So. Okay, es klingelt. Einen Augenblick. Angela, ja. Was ist denn? Hallo, Andreas, hallo, ja. Angela. Hallo, Andreas, ich kann dich nicht sehr gut hören. Hallo, Andreas, ich kann dich nicht so gut hören. Angela. Ich bin gerade am Spielen, tut mir leid. Also, es kann sein, dass es, Hallo? Also, war keine Lust. Hallo? Hallo? Das Internet ist so schlecht, ich kann dich nicht hören. Die Verbindung ist... Ah, ja, ja, gut, okay, das hätte ich mir natürlich von Anfang an denken können. Ja, gut, okay, dann ist er jetzt weg. Ja, das habe ich natürlich jetzt nicht dran gedacht, wenn das Internet nicht funktioniert. Dann kann man natürlich auch nicht ganz so gut telefonieren mit dem, ne? Das ist natürlich richtig. Aber, nee, also das ist natürlich ungünstig. Weißt du was? Geh mal hier lang. Was soll das hier? Warum ist der Typ noch nicht tot? So, da ist der Nächste. Zack, weg ist er. Ab in die Grube. Oh Mann, was ist hier los? Jetzt würde ich hier... Okay, ich muss mich hier erstmal wieder zurechtfinden. Ja, manchmal da denkt man sich, das kann ja nicht sein. Okay, jetzt versuchen wir auch von hinten. Und dann kommt er und dann hat er ihn und dann hat er ihn geblockt. Und so, und was passiert? Die Merkel und sie wieder alle. Komm schon, komm schon. Zack. Und noch ein. Oh, das war ja gut, okay. Manchmal da werde auch ich geowned, wie ich das schon gesagt habe. Aber das kommt jetzt alles nach und nach. Denn ich bin natürlich in der letzten Zeit, konnte ich nicht ganz so viel zocken, wie ich das gerne hätte wollen. Ja, und bevor ich so unhöflich hier, sag ich mal, einfach vom Internet abgekattet wurde, wollte ich ja noch erklären, warum oder was jetzt hier los ist und was jetzt halt passiert. Und ja, die Idee ist halt auf jeden Fall, dass, ja, das ist auch super, dass der einfach dann da reinrennt. Das ist schön in den Schwung. Ja, ja, das ist aber kein Problem. Ich hab's verdient. Ich meine, auf der anderen Seite ist es halt so, dass, ne, manchmal da ist es halt so, dann kriegt man halt Team-Damage und dann, oh ja, ich weiß gar nicht, was hier los ist gerade. Oh ja, der ist ein bisschen schneller. Das Problem ist natürlich, wenn man dann so eine fette Axt hat wie ich und dann kommt einer an mit so einem kleinen, ja, Zahnstocher schon fast. Das Problem ist, der Zahnstocher, der geht natürlich so schnell, dass der kann ja da 180 mal halt stechen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Okay, jetzt haben wir es aber. Jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier weiter. Pass mal auf, Freunde. So geht das hier. Ja, komm, komm, greif an, greif an. Nicht, nein. Hallo, sag mal, was ist denn das hier? Wie, ich bin die ganze Zeit am Verteidigen und dann sowas dazu. Wie dem auch sei, was ich sagen wollte ist, was ist jetzt der Plan hier für LP Mystery, beziehungsweise natürlich, das ist ja der zufällige Channel, den wir als, den wir uns einfach mal hier, ja, enteignet haben. Ja, das ist natürlich alles gesetzlich, ist das vorgesehen, überhaupt kein Problem. Denn wenn ein offizieller Politiker entsprechend irgendwie streamen will oder halt auch Let's Plays machen möchte, dann ist das überhaupt nicht kein Problem. Wir enteignen dann einen YouTube-Channel und in diesem Fall haben wir diesen jetzt enteignet, ohne Probleme. Und ich verstehe jetzt gerade nicht, müssen wir hier weiter? Ja, wir müssen hier weiter. Ah, so, okay, gut. Ja gut, dann schauen wir mal, dass wir, was ist das für ein Clusterfuck? Das ist, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ei, ei, ei. Ja, das ist natürlich ungünstig. Ich weiß gar nicht, wie ich getroffen wurde schon wieder.
Okay. Okay. No, 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 no. So nicht, so nicht, so nicht. Also, diese fette Axt, ich weiß nicht, ob die mir gefällt. Guck mal, da liegt einer. Knall ihn weg. Knall ihn weg. Was soll das denn hier? Zack. So, jetzt weg. Take down. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind zu viele Leute auf einmal. Okay. Da habe ich mich zeitlich 2-6, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen... Das gefällt mir nicht ganz so gut. Aber das ist gar kein Problem. Denn wir werden das... Ich glaube... Warte mal. Kann ich nicht irgendwie auch die Sache ändern hier? Kann ich das nicht... weiß ich gar nicht. Wie kann ich mein Layout ändern? Aber I change class, glaube ich. Jawohl. Guck mal da. Longsword. Machen wir so. Machen wir jetzt... Oh, jetzt dauert das schon nochmal 15 Sekunden. Naja, gut. Okay. Dann kann ich aber kurz erklären. Also Let's Plays. Die werden jetzt hoffentlich ein bisschen öfter kommen. Schauen wir mal. Ich hatte auch noch überlegt, vielleicht werde ich den Herrn Raab auch nochmal einladen, dass der vielleicht nochmal was hier macht. Und genau, das wird jetzt einfach mal ein bisschen kommen. Also ich weiß auf jeden Fall ein ganz klein bisschen, also Chivalry 2, das ist natürlich super, weil das ist ja das, womit ich angefangen habe hier vor 7 Jahren. Also es ist schon fast 2 Legislaturperioden her, das ist schon ordentlich, was? Und ja, dort, das werden wir ein bisschen spielen. Und ich denke mal auch, dann sage ich mal noch mal ein bisschen langfristiger. Also dann sehe ich mich, das ist unglaublich, ne? Das ist also die Team, Leute, die laufen da rein in seine Angriffe. Da kannst du gar nichts machen. Ah ja, was ist das denn? Das ist ja unglaublich. Naja, aber das genau. Also wir werden hier ein bisschen mehr noch machen. Chivalry, ich gehe mal davon aus. Also ich weiß auf jeden Fall, was wir machen werden, ist ein bisschen Warzone. Das ist, ne, das kennt auch jeder Call of Duty Warzone. Und da werden wir wahrscheinlich mal ein bisschen was spielen. Und erstmal gibt es jetzt hier ein richtig fettes Horn. Guck mal, das ist so, will das jeder haben. Guck mal, und er hier. Was soll das hier? Komm, komm, was soll das hier? Niemals im Leben. Okay, ich wollte eigentlich einmal schlagen. Okay, das ist. 1 gegen 1 ist dann doch nicht ganz so gut. Ich habe dann lieber 2 gegen 1. Das Problem ist, ich kann euch sagen, was das Problem ist. Das Problem ist, wenn ich alleine bin und gegen 3 Leute kämpfe, dann kommt die richtige Merkel-Power raus. Ja, und wenn ich 1 gegen 1, dann weiß ich, dass das unfair ist. Und dann gebe ich mir im Endeffekt selber so ein bisschen so ein Handicap. Weil, ja, ich meine, das ist ja sonst völlig unfair. Das ist ja, was soll das? Warum sollen die anderen denn auch spielen? Dann sehen die halt den Namen Merkel. Und dann sagen sie sich, ja, das Teil brauche ich ja gar nicht mehr weitermachen im Endeffekt. Erstmal hier so einen Schrei rausgeben. Und dann geht's ab. Dann wird hier reingegangen. Vorsichtig nicht durchs Feuer gehen. Und guck mal, dann kommt er hier an. Kriegt er erstmal einen ab. Der Bogenschütze kriegt einen ab. Nee, nee, Freundchen, so nicht. Wird erstmal der Kopf abgehakt. Dann kommt der nächste ran. Zack. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, jetzt. Oh, das ist scheiße. Denn jetzt, ich werde gleich sowieso sterben, weil ich. Ja, okay, gut. Weil ich sowieso außerhalb des Bereichs war, wo man spielen darf. Ich meine, ihr seht, jetzt ist halt das. Oh, das ist nicht gut, mein Freund. Das, ja, das hätte ich dir sagen können, dass das nichts wird. dann natürlich umzingelt von den Blauen, das, dann kannst du das natürlich vergessen. So, defend the gates. Das Problem ist natürlich, dass wir hier 2 Gates haben. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Weiß ich gar nicht, wo müssen wir denn hin? Also, ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, durch das Gate zu gehen, weil das soll ja genau zubleiben. Das, deswegen ist es, glaube ich, besser, durch diese kleinen halt Sachen zu gehen. So, guck mal einmal an. Guck mal, hier unten kommen sie lang. Und jetzt pass mal auf, jetzt guck mal, hier. Zack, von der Seite. Ah, ja, so viel dazu. Heavy Attack. Ja, okay. Müssen wir jetzt doch hinterher rennen. Da ist er. Jetzt. Ah, da ist er. Los. Jawohl. Okay. Okay, ihr kriegt den. Ich glaube, ihr kriegt den zusammen zu zweit. Schon. So, jetzt. Das reicht. Ein Schlag. Was? Badly Damage. Was ist das denn? Wie schnell ging das denn hier? Sag mal. Eine Person? Oh, was hat er denn jetzt auf einmal gemacht hier? Er springt hier rum. Team Damage. Ja gut, was soll's. Hallo, entschuldige mal. Achso, das, da war noch ein Gegner. Ja gut, das ist natürlich... Oh, das ist nicht so gut. Oh nein. Okay. Ah ja gut, mein Job. Das ist ja hier, also... Das sind ja hier Zustände teilweise. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Oh, und dann wird man wieder von einer richtig fetten War-Ex geschlachtet. Also ich muss sagen, das ist definitiv nicht mein bestes Spiel. Also da habe ich gerade besser gemacht. Ich schicke das alles auf das Internet, ja. Das ist immer noch der Andreas. Hätte ich den gerade erreicht, ja, der hätte mein Internet wieder... Oh, Hallöchen. Der hätte mein Internet... Oh, jetzt, man kann mit den Dingens feuern. Das ist ja richtig cool. Nee, hat... excuse me? Was soll das hier? Hallo? Könnt ihr mal bitte hier ein bisschen aufpassen? Was soll das? Warum ist hier auf einmal ein Gegner einfach mitten in unserem Spawn? Ja, das ist das. So geht das aber nicht hier. Hallo? Freunde. Könnt ihr den mal töten? Ganz ehrlich, 9, aber das ist jetzt einer von uns, okay?
Ja, also das ist hier eine völlig, das ist so ein Clusterverkehr, ne? Das ist unglaublich. Hier kannst du machen gar nichts. So, der kriegt erstmal auf die Fresse. So, und jetzt kriegen die hier auch nochmal auf die Fresse. Was ist hier los? Komm. Oh, das sind jetzt wieder alle Leute. Das ist nicht gut. Oh, sehr gut. Der Freund hätte mir geholfen. Team Damage? Das ist doch unglaublich. Wie kann das denn immer sein, dass ich jemanden, also das vom Team jemanden treffe? Okay, pass mal auf, mein Freund, ne? So geht das hier nicht. Ja, ja. Ach, was soll das denn? Der hat ihn getötet. Unglaublich. Naja, gut. So. Ja, also ich glaube, dass wir das hier diesmal nicht hinkriegen werden. Das Defend the Prison. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn wie gesagt, wir sind ja noch am Anfang. Ich habe schon einige Zeit jetzt nicht mehr gespielt. Ach komm, geh da rein, Mann. Ja, da kannst du nicht warten, Freund. Da musst du reingehen. Das ist unglaublich. Und was macht er? Ah, der geht an die Dingens. Das wäre so eine gute Idee gewesen. Aber ja, ja, 4.12, also ich gebe ehrlich zu, das ist nicht so gut. Das ist das Internet. Man sieht auch richtig, wie das hier stottert. Guck mal, das ist... ja, das sind natürlich alles ganz akkurat. Ach komm, mein Freund, weißt du was? Alter, das ist ja unglaublich. Ah, schade, ich hatte echt gehofft, dass das vorbeikommt. Naja gut, dann gehen wir mal hier weg. Bandagieren wir uns mal. Oh shit, da ist noch einer von den Leuten. Okay, das war nice. Das ist die Spielsucht. Oh, das ist einer von den Gegnern. Manchmal ist das echt nicht so leicht, die Gegner zu identifizieren. Bisschen doof. Oh, Freunde. Weißt du das? Weißt du was? Das ist da unglaublich. Ja, nun, das ist anscheinend Chivalry 2. Aber ich muss sagen, unser Defense Prison da oben, das ist so schlecht, geht das hier gar nicht. Genau, machen wir hier Schrei und dann machen wir... Ah, nee, erstmal jetzt noch nicht. Wir müssen erstmal in den Battle rein und dann machen wir mal hier ein Horn. So, guck mal, 212 Healing, so muss das sein. Ah, das ist unglaublich, weißt du was? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also heute, irgendwie funktioniert heute nicht ganz so gut. Das ist nur das Internet, das ist, wenn das Internet funktionieren würde, so, dann wäre das überhaupt kein Problem. Aber das ist, ja. Nun, da muss ich sagen, ich bin selber etwas, ja, erzürnt, könnte man fast sagen. Oder so selber so ein bisschen, irgendwie, ja, ich fühle mich jetzt nicht ganz so gut dabei, aber was soll man machen? Ich meine, da können wir ja nicht, so viel zu Defense Prison. Guck mal, erstmal den hier. Zack, weg. Hallo, was soll das? Stirb doch. Dankeschön. So, er hier kriegt auch nochmal auf die Fresse. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder mein Team treffe, weil ich... Ist der Kopf gerade zu einem... Okay, ich habe jetzt erst gedacht, dass der Kopf abgehackt wurde und der wurde zu einem Salatkopf. Das wäre auch eine interessante Sache, aber nee. Okay, Heavy Attack, das war auch nichts. Ah ja, da kommen sie wieder zu dritt an, wie immer. Und leider, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht ganz so viel zu tun. Okay, erstmal hier, nee, Freunde. So nicht. Okay, pass mal auf. So, und dann von oben einmal und dann kommt einer von hinten an. Der macht gar nichts, das ist natürlich super. So, Killed Oddity, so muss das sein. So, er hier kriegt auch noch einen. Mein Freund, ne? Achso, das war doch niemals ein Freund, das ist... Ja, nun gut. Aber guck mal, wir machen das. Wir kriegen das hin. Für das Vaterland. Und noch viel mehr. Defense Prison. Nein. Niemals. Niemals. Okay, er ist tot. Das ist super. For someone. Okay, das war super. Bis auf den Moment, wo auf einmal jemand ankam. Und mich hier treffen will. Nee. So nicht, Freunde. Oh, das ist schlecht. Ja, so zwei Leute auf... Tatsache. Da wird ein Salatkopf draus. Das ist ja unfassbar. Das ist super. Wir kriegen das hin, Männer. Wir kriegen das hin. Wir werden gewinnen. Wir werden obsiegen. Ja, ich wollte jetzt erst was gar nicht so Tolles sagen, aber... Ja, das ist... nee, super. Da bin ich doch guter Dinge. Sag mal, ist der hier am Torten? Okay, ich sollte mal vielleicht nicht ganz so weit vorne hingehen, weil... Das Problem, wenn man so weit vorne hingeht, ist, dass man dann umzingelt wird. Und dann haben sie auch eine Chance gegen mich. So sieht das nämlich aus. Okay, nur nötig. Naja. 6-17, wir holen ein bisschen auf. Aber das Wichtige ist ja nur, dass wir gewinnen. Das ist ja gar nicht wichtig, dass wir jetzt so weit unten sind. Außerdem, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe schon lange keine gute... hallo, was soll das denn? Was war das denn jetzt hier? Wer hat mich jetzt hier getroffen? Takedown. Ja, und zwar ist das Problem natürlich, dass die... was ich schon länger nicht mehr gespielt habe. Und das passiert dann halt einfach, ne? Da kann man dann nichts machen dran. Okay, da, so soll das nämlich sein. Headshot, Comeback. Und dann kriegt er hier auch noch einen drauf. Guck mal, zack. Oh shit, das wollte ich nicht, tut mir leid. Ah, nun gut.
Könnt ihr bitte aufhören, mich zu antreiben? Und da war es! Victory! 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 Jawohl! So muss das sein! Victory! 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 Wuhu! Victory! Da haben wir es. Wir haben gewonnen mit 2897er Score. Ja, und natürlich auf der obsiegenden Seite Merkel hier. Machen wir erstmal hier einen. Guck mal, Global Rank ist increased. Machen wir erstmal einen Disconnect. So sieht das nämlich aus. Ja, und das war's dann auch schon hier mit der ersten Episode wieder. Merkel spielt in diesem Fall Chivalry 2. Und in der Zukunft, in den nächsten Wochen, denke ich mal, kommen dann noch ein paar andere Videos. Auch Chivalry 2, denke ich mal. Und dann werde ich noch mal ein bisschen das erklären, zu wie ich mir das so vorstelle, was hier noch so passiert und was so in Zukunft noch kommt. Wie gesagt, ich denke mal, dass der Herr Raab für ein, zwei Test oder vielmehr ein, zwei Gastepisoden auch zur Verfügung stehen wird. Und genau, dann werden wir mal schauen. Und dann würde ich mal sagen, hoffentlich hat es euch gefallen. Ich würde mich natürlich über ein Like freuen und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin!